Hallo ihr Lieben, heute gucken wir uns die Blüten vom Hokkaido-Kürbis an. Und zwar gibt es da die Besonderheit, dass es männliche und weibliche Blüten gibt. Hier haben wir eine männliche Blüte. Da gucken wir rein. Da ist so ein Stempel drin, ein längeres Ding. Ein Erkennungsmerkmal der männlichen Blüte. Und ganz deutlich seht ihr den langen Stiel. So, der ist bei der männlichen Blüte ist der sehr lang. Und jetzt fahren wir den Stängel vom Hokkaido-Kürbis hoch. Ihr seht, hier sind noch lauter andere Knospen, die mich auch noch erfreuen werden. Der ist sehr blühfreudig. Wie ihr seht, kommen da schon wieder lange Stängel. Das werden männliche Blüten. Übrigens ist es bei den Zucchini-Blüten genauso. Bei den Zucchini-Pflanzen gibt es auch männliche und weibliche Blüten. Hier kommt unsere weibliche Blüte. Habe ich schon ein paar Tage lang beobachtet, dass hier so ein kleiner Knubbel dran ist. Wenn die weibliche Blüte bestäubt wird durch unsere Bienen, dann wird ein feiner Hokkaido-Kürbis wachsen. Ein weiteres Erkennungsmerkmal der weiblichen Blüte ist halt dieser kurze Stängel. Und wir gucken nochmal nach innen. Ich habe kein Hockerchen geholt. Ich hoffe, dass ihr das jetzt erkennen könnt. Da ist kein Stempel drin, das sieht anders aus. Und der Pollen von der männlichen Blüte, der muss zur weiblichen Blüte befördert werden, was der natürliche Auftrag unserer Bienen ist. Bei zwei Knubbeln hat es nicht geklappt. Da sind mir die Knubbels dann gelb geworden. Der eine gelb, der andere braun, sind abgefallen. Da hat also die Befruchtung nicht geklappt. Die Blüten sind immer nur einen Vormittag offen. Und wenn da keiner vorbeikommt, da erfolgt eben keine Befruchtung. Heute werde ich nachhelfen mit einem kleinen Pinsel. Werde da auf der männlichen Blüte rumwirbeln und rüberbringen zur weiblichen Blüte. So, drückt mir mal bitte die Daumen, dass es klappt. Ich würde gerne einen Hokkaido-Kürbis ernten wollen, mindestens einen. Ich habe noch mehr kleine Knubbels, heute habt ihr den gesehen. Macht's gut, ihr Lieben.